Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Mount Blade Warband mit der Mod Chancellor Skull Radia Version 2 und der Staffel 3. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Wir waren ein bisschen auf Räuberjagd, weil wir momentan nur Frieden haben. Was ich jetzt nicht so gut finde. Aber gut, wir gehen mal nach. Truppen, die befördert werden können. Sieht ja alles ganz gut aus. Unsere Armee ist groß, ziemlich stark. Nichts, worüber man jetzt meckern könnte. Wir ziehen trotzdem mal nach Barrier. Und rüsten noch mal auf. Weil hier in Barrier gab es noch ein paar Nordfußsoldaten. Ausgebildete. 1, 2, 3. So. Nehmen wir die da mit. Dann haben wir noch ein paar Nahkämpfer mehr, die wir auf Huskarl ausbilden können. In der Schenke selbst ist niemand von Interesse. Lanzknechts, Kavalleristen. 10. Moment. Garnison. 1, 2, 3, 4. Schenke. Fragen wir ihn nochmal, jetzt nehmen wir ihn aber mit. Das glaube ich dir, dass wir hier keine besseren so Männer finden. Kaladische Milita. Haben wir eigentlich noch Bauern? Hier nicht mehr, nein? Okay. Dann hier Kergit, ein paar Steppenbanditen und Vandale. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein paar Bauern befreien können von Räubern. Da bei den Plünderern zum Beispiel, die haben da ein paar. Ergib dich, dass wir uns da mal ein paar holen. Natürlich jetzt wieder irgendwo am Arsch der Welt. Dann mein Handy-Akku ist leer, deswegen muss ich gerade das Ladekabel holen. Ohne den Strom sehe ich den Timer nicht. Schnell einen Screenshot machen für die Thumbnails. Dann nehmen wir die Bauern natürlich mit. Nehmen die Vandalen gefangen. Weil aus den Calradian Milita will ich ein paar. Ich will mal den ganzen Bau mal ausprobieren. So nach und nach. Das heißt Calradian Rekruten. Den Baum kenne ich ja. Machen wir einen zum Skirmisher. Und jetzt haben wir halt das Problem. Der wechselt auch wieder in zwei. Deswegen will ich mehr haben. Also mehr Bauern. Halt. Da gab es noch welche zum Ausbilden. So, wir ziehen mal an die Grenzen unseres Landes.
Grenz Border Incident, ein Grenznotfall, ein Grenzvorkommnis zwischen Nord und Vaegir Truppen. Swadische Krieger, Bogenschützen, Bogenschützen, Footmen, Nordkrieger, Kalradien Milita. Fünf Bauersfrauen will ich jetzt nicht unbedingt. Hallo Hugo. Die haben noch Bauern. Aber die haben mehr Bauern. Ich will den Kudan-Patrouillen eigentlich nicht so helfen. Jetzt helfe ich den eigenen Feinden. Sehr deprimierend. Genau gesehen, wie die unsere Patrouille angepeilt haben. Das kann ich doch nicht zulassen. Schnappen wir sie uns. 64 Stück. That would be any problem. Sehr schön. Dann habe ich jetzt aus Versehen die Items mitgenommen, oder? Inventar. Der kann nichts, den brauchen wir nicht. Und den Speer behalten wir mal. Aber der Rest kann weg.
den Nords ist kein Trade mehr. Oh je. So, Waffenknechte, Veteranen und Bogenschützen. Man at Arms. Skirmischer Fußmann. Crossbowman. Da kommst du zum allerbesten. Allerbestschützen. So, Trade Agreements sind ausgelaufen. Gut, dann haben wir hier, was haben wir jetzt? Man at Arms und Spearman. Und da können wir dann zum Horseman aufrüsten. Also ihr seht, die Bäume sind ein bisschen komplexer. Du wirst zum Archer. Gut, dann bringe ich mal die... Leute weg und schick mal ein paar Botschafter aus. So, hopp, hopp, hopp. Was hast du? Ein Skirmisher, noch ein paar Footmen. Aus euch mache ich Spearmen. Arbalest, nicht Arbalest, Arbalest. So rum. Okay. Leute. Dann stationieren wir eine Garnison, da kommt dann schon mal der Landsknechtsarmbrustschütze rein und der Landsknechtsschwertkämpfer. Und ansonsten gehen wir mal zur Burg. Und Botschafter nach... Nein, ganz Wadischen. Zack, zack, zu den Nords. Und ein Botschafter ins Rodokreich. Sendet Jeremus. Und ein Spion zu den Kergits, die Schafi. Und okay, im Moment läuft unser Königreich sehr stabil. Das heißt, wir können erst mal ein bisschen ausruhen. Und so weiter. So. Also. Helfen wir unsere Karawane mal durch die Lande. Aha, Tilimsan wurde verbannt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, aber was juckt das uns? Farrington wurde rausgeworfen. Ach, hallo Artimena. Karl, ein swadischer Ritter, zwei Veteranen, drei Bogenschützen-Veteranen, noch ein Spearman, ein Archer, noch ein Footman, der erste Armsman, ein erster Pikeman,
Unterschied ist eigentlich nur, dass die Armsmen eine kürzeren Stangenwaffe und Schwert und Schild besitzen, alles klar. Hier, dann haben wir hier die Archer. Die Armbrüste. Ja gut. Wir sind auf dem Weg nach. Ah, hallo Eremus. Habe ich doch ein aus Versehen nach Svalin geschickt? Na gut, dann rennen wir nochmal zurück nach Barriere. Das war mein Fehler. Galradische Langbogenschützen, Galradian Arbalestschützen. So. Gut, dann zurück nach Barrier. Sache. Oh. Ich glaube, unser Eroberungsfeldzug gegen die Kelgits hat denen auch extrem viel Gebietsverlust zugetragen. Die haben jetzt auch bloß noch ein Dorf, eine Stadt, nee, zwei Städte und eine Burg. So hart. Das ist hart. So, ich schmeiß jetzt mal die ganzen auf Maximum geskillten Pikemen. Schon nicht die Spearmen, nicht den Arbalest. Einfach so, weil ich's kann. Gut. Dann holen wir mal los. Wieder. Ach ja, stimmt, ich wollte eigentlich. Ach. Vergesslich wie ich bin. Habe ich das Wichtigste jetzt vergessen? Crossbowman. Armsman. Horseman. Kann die Pikeman noch aufrüsten? Dann nimm den Footman hier mal mit. Den Crossbowman, den Man-at-Arm, den Spearman, den Archer. Ach. Den Archer nimm mit, den nimm mit, den nimm mit, den Crossbowman. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir aussuchen kann? Den Radiant Footman, den nehmen wir mit. Zumindest zum Teil. Ansonsten habe ich schon wieder vergessen, was ich eigentlich tun will. So. Rodok. Ach, warte mal. Garvet? Obwohl, warte noch damit. Garret hat abgelehnt. Richtig. Und König Garret. Hallo, es war Svalin.
Natürlich. Der Plan war es, ab an die Front, an die Grenze. Okay, ja, das Kirgitische Reich zerbricht langsam aber sicher. Die haben jetzt auch keine Chance mehr, genauso wie Swadien, einem gezielten Angriff so lange zu widerstehen. Sondern da Wüstenräuber mit Bauern. Gut, ja. Königreich Rodok und Kernet Kergit. Die Pandemie, oh je. Yeah. So, was können wir tun? Ich scoute mal Charis aus. 561. Ja, Heiliger. Das könnte uns zum Problem werden, aber das machen wir alles erstmal noch nicht. Noch würde ich sagen, wahren wir den Frieden bis den Rodoks und den Nord, solange wir es können. Und gucken, dass wir uns jetzt an der... Obwohl, ja, jetzt ist es halt schwierig. Greifen wir die... Wenn ich die Kergiten angreife, muss ich mir Kud oder hol würde ich mir Kudan holen. Und Burg Dramuk. Kuraf ist so weit im Feindgebiet, da müsste ich auch den Wehrgeierst den Krieg erklären. Um uns da dieses Gebiet mit Burg Slesk und Burg Iruma zu holen. Und dann müsste ich theoretisch Kudan erobern. Das wird den Nordsamern richtiger Dorn im Auge sein. Naja, jetzt machen wir erstmal Schluss für heute und gucken mal, was morgen dann abgeht. Beziehungsweise, da ja gestern die Folge nicht rauskam, wird diese Folge heute, heute ist Samstag, der, ich habe vergessen, den wievielten wir heute haben, den 16.09. Das ist die Folge, die eigentlich hätte gestern rauskommen sollen, aber da ich Schule hatte und voll den Stress hatte, hatte ich einfach gar keine Nerven mehr zum Aufnehmen. Deswegen hole ich das heute nach, dann gibt es heute halt zwei Folgen. Und ab morgen dann wieder ganz normal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und bis dahin, auf Wiedersehen.